Können wir vielleicht noch das machen? Ja. Alright. Big Pack incoming. Vielleicht kommt ja noch was, was ich einbauen möchte. Pogba könnte ich einbauen. Okay, würde ich sagen, wir schnacken nicht so lang, wir gehen rein und dann bauen wir das Team. Come on, man. Ah, come on, man. Come on, man. Warum so viel Pech, Mann? Oh mein Gott, ist das das Schlechteste? Ja, das ist das Schlechteste, ne? 40.000 ist der Wert. Warum? Was hast du gegen mich, EA? Was hast du gegen mich? Warum die letzten Wochen so? Ha? Jedes Pack, was ich öffne, nur den Schlechtesten immer. Wo ist das, man? Alright. Das Geile ist denn. Ja, okay. Ey, was soll ich machen, Jungs? Kein Osio für 5 Millionen, ich hab's gesagt. Dann hol ich Cruyff, Digga. Dann ist dieses Wochenende Cruyff dran. Oh mein Gott, ich hab einfach mal Optimus Cruyff jetzt geholt. Einfach so mal, auf entspannt. Jesus Christ. Okay, für diejenigen, die es eben nicht gesehen haben, Jungs. Wir gehen heute in die Franzosen-Bikinik. Braucht man ja mindestens 8 Franzosen in der Startelf. Und so sieht das Team für heute aus. Ein paar neue Spieler am Start. Wir haben uns heute für den guten Johann Cruyff entschieden. 6,4 Millionen. Food Remaster hat mir den empfohlen für den Preis. Eusebio war ein bisschen zu teuer. Ich bin mal gespannt, aber der wird safe gut sein. Ja, die meisten kennen wir. Wir haben aber Alessandrini noch gekauft. Testen wir aus. Haben noch nicht gespielt, bin gespannt. Kimmich haben wir nochmal auf spontan geholt für die 6. Hernandez erspielt. Dann gucken wir mal, wie der so drauf ist. Ja, es setzt hier nicht so krass aus. Wenn er nicht so gut ist, dann stehe ich hier Roussillon hin und den Hernandez einfach in die Innenverteidigung. Und den Rest kennen wir eigentlich auch, dann würde ich sagen. Auf entspannte 7 Siege. 20. Monat. Ach du Scheiße, einfach Prime Rulle, Digga. Was ist das denn? Ja moin, da hat er wahrscheinlich eben gezogen. Bonzema! Bonzema, Digga! Ey, das ist echt nicht schlecht, ne? Hab ich aber schon damals gesagt. Bonzema, einfach mit dem Hattrick, Digga. Hä? Spiel ich mit Optimus Cruyff oder mit Optimus Benzema, Jungs? Und der Cruyff nochmal mit einer Bude. Boah, ja, not bad, not bad. Ist schon krass, das Team. Komm, Benzema. Ich schwör's, der Benzema spielt wie als wäre der Cruyff einfach. Bin ich ehrlich mit euch. Der spielt besser als Cruyff, der Benzema. Okay. Nice goal, man. Das ist das Wichtigste, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn die Gegner stark sind, dann müssen die Spieler gut sein. Na, Bamba ist gestört, Jungs. Da ist doch Cruyff. Digga, Benzema ist so krank, ey. Ich schwör's dir. Das ist doch Cruyff, Digga. Das ist doch Cruyff, hä? Okay, nächstes Team. Oh, ist nicht schlecht. Mach auch diese Aufgabe. Ja, kein Abseits. Cruyff, bester Mann. Stellungsspiel 99. Lol. Was ist das denn, Alter? Der Arme, ey. Also, wenn der nicht Delay hat. Scheiße. Ey, komm, Ariola, du Crack, man. Gut gehalten, aber falsch. Nasty, Cruyff. Nasty, da war echt nasty. Elfmeter? Ja, Elfmeter. Und rot eigentlich. Ja, war letzter Mann. Wenn der Elfmeter gibt, muss er auch rot geben. War letzter Mann. Boom. It's over, my friend. It's over. Nein, 3-0 ist stark. Okay. Ist okay. Ist diesen Jungs. Also, bis jetzt macht jeder mit bei den Franzosen Aufgaben, ne? Digga, was? Ich schwör's dir, das macht man. Ey, ich mach ihn gleich raus in Hernandez. Benzema ist krass, Jungs, ne?
Nice! Schön, Jungs. Ich schwör's dir, was ist denn los? Wieso rennt der mal so schnell durch? Look at this, ey! It's fucking Goat Time, Mann! Huh? Wer ist wieder am Start? Fucking Goat! Come on, man. Come on, man! Hab ich dich. It's over, my friend. Rote Karte oder Tor, Digga? Kannst du aussuchen. Kannst du aussuchen? Ja, der scheiß auf die Franzosen-Aufgaben, glaube ich. Der spielt einfach mit irgendeinem Team, worauf der Bock hat. Der geht raus, Chat, er geht raus, oder? Ich glaube, er geht raus. Der Umutball aus der Hölle, Digga. Ich hab's gelernt, Jungs. Also nicht gelernt, aber ich weiß die Spots ungefähr mit dem Umutball. Ich hab's echt geahnt, dass er rausgehen wollte. Glück, dass wir noch ein Tor gemacht haben. Auch hier, das Team ist nicht schlecht, ne? Mann. Oh. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier, Digga? Das Spiel ist so komisch gerade. Greif. Oh, oh. Mann, ey, ich schwör's, er korrigiert alles um mich rum, ey. Jawoll, Johann fucking Cruyff, gut gedreht, gut gefinisht. Guck mal, wie meine Ma ey. Digga, dieser Hernandez raus, Digga, ich spiele ihn gleich nicht mehr. Dieser Hernandez ist wirklich größter Müll. Fucking Messi, man! Let's go, Cruyff! Sehr stark gemacht, Mann. Let's go. Boah, mein Auge juckt so krass, ey. Okay, komm. Letztes Spiel um den Pick. Okay. Komm, mein CPU, mach nie was. Ich muss immer selber drauf gehen. Digga, ich schwör's dir, es macht so keinen Spaß, ihr Jungs. Benzema, Mann, stark gemacht. Cruyff. Digga, Cruyff ist... Komm jetzt, Cruyff, Mann. Oh mein Gott, ne. Wie viele Chancen noch? Alberto ist wieder zurück. Stark, Carlos Alberto. Das ist wirklich Carlos Alberto King. Kannst Linksverteidiger spielen, Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Messi mit dem Run. Messi mit der Intelligenz. Messi mit der fucking Intelligenz. Fucking 200 Fußball-IQ. Alle anderen 80, 70 IQ. Habt ihr gesehen, wie einfach es geht, wenn man einfach meinen Run von alleine startet? Das ist so einfach für mich, Digga. Aber die anderen Idioten. Bitte beweg mich. Ich bleib einfach stehen die ganze Zeit. Meine Fresse, Mann. Wir gehen rein. Team geht aber eigentlich. Ist nicht so krass. Uff. Uff, Chat. Ey, das war, seid ehrlich, der war nasty. Oh, oh, okay. Oh, okay, Cruyff. Okay, Cruyff, der war schon... Stark. Ja, Cruyff. Ganz kurz mal zeigen, was er drauf hat. Hattrick. Er macht halt diesen La Concreta auch richtig geil, der Cruyff. Okay, Jungs, wir haben heute mal ausnahmsweise 8-0 beendet. Zu 0. Krass eigentlich. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die ganzen Cashes durch die Picks wieder zurück sind. Also das Matchmaking war heute mir sehr freundlich. Wir haben nicht oder fast gar keine Schwitzer bekommen. Da waren ein, zwei, die haben ein bisschen geschwitzt, aber sonst haben wir echt
sehr viele einfache Gegner bekommen. Bewerten wir heute ein bisschen die Spieler, von denen wir noch nicht so viel gesehen haben. Aber erstmal noch ein Wort zu Carlos Alberto als Rechtsverteidiger. Ich bin jetzt überzeugt, den kann man als Innenverteidiger spielen, als Rechtsverteidiger spielen und als Linksverteidiger. Den Typ kann man überall spielen. Der ist einfach der Abwehr-King. Also wer doch überlegt, ihn zu machen, Endgame. Für mich Endgame. Jungs, ist wirklich ein Chef. Für mich krank die Karte. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, Innenverteidiger, macht keinen Unterschied. Krank. Hernandez heute mal getestet. Also ich sag euch so, wie es ist. Ich weiß noch, ob ihr es gesehen habt. Auch wenn er hier jetzt nach den Shadow-Karte 94 Pace hat. Einfach, das klingt glaube ich, aber einfach noch zu langsam, Digga. Der wird einfach von den ganzen anderen Karten auseinandergenommen. Er ist einfach noch zu langsam. Krass. Also man kann echt, glaube ich, anfangen zu überlegen, den zu spielen, wenn er 90 Pace hat, glaube ich. 90 Pace, Dribbling ein bisschen hoch. Dann kann man überlegen zu spielen. Also Frankreich muss geführt ins Halbfinale oder ins Finale kommen, damit er halbwegs spielbar ist, meiner Meinung nach. Weil ich habe gegen nicht so starke Gegner gespielt und der war schon, ja, ein Problemfall, würde ich mal sagen. Ja, deswegen, ja, keine Ahnung, fände ich nicht so gut. Kimmich, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen heute. 8 Spiele, 6 Vorlagen, als Sechser-Chat, als Sechser, muss man sagen. Der hat auf der 6 gespielt und der hat eigentlich nur eine Aufgabe und das ist hinten abrollen. 8er bei mir nach vorne und nach hinten arbeiten, 6er nur hinten stehen und trotzdem 6 Vorlagen. Fühlt sich an wie so ein Power-Version, Super Saiyajin-Version von Kanté. Der erinnert mich sehr stark an Kanté. Super schnell, super beweglich, ja, auch mit Ball. Also, richtig geile Karte für 375.000. Kann man empfehlen, wenn du ihn einbauen kannst. Als Sechser, krank. Alfantini, bin ich ehrlich mit euch. Ihr seht sogar, Jungs, der hat nicht mal ein Tor gemacht. Ich habe mir auch einige Spiele durchspielen lassen. Ich habe auch ein paar Mal natürlich in der Halbzeit für Messi ausgewechselt. Ich bin ehrlich mit euch, ich bin enttäuscht. Ich hatte den letztes Jahr oder vorletztes Jahr richtig krassen Erinnerungen gehabt. Ich habe nichts von ihm gesehen heute, Jungs. Ich bin ehrlich mit euch. Nichts Besonderes. Klar, er ist overpowered, den kann man spielen. Aber für 300.000 bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Da spiele ich lieber Ousmane Dembélé. Also fand null besonders. Also werde ich auf jeden Fall verkaufen. Bamba heute auch wieder krank. Benzema, muss ich sagen, auch heute richtig krank gespielt, Jungs. Wirklich gestört, die Karte. Und dann kommt natürlich der große Mann für 6,4 Millionen. 8 Spiele, 15 Tore, 2 Vorlagen. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. War sehr unsichtbar, aber je schwieriger die Spiele wurden, desto besser wurde der. Wir werden den das ganze Wochenende spielen, wir werden sehen, ob der gegen die starken Gegner noch überstehen kann. Aber eigentlich, ja, ab, wie ich es eben schon gesagt habe, ab 4, 5 Millionen, die Karten sind alle krass, alle mit die besten Karten im Game. Die Frage ist halt, ja, passt es so dein Spielstil oder nicht? Ja, Cruyff, muss man sagen, 5-5 ist natürlich absolut göttlich. Ihr habt gesehen, linker Fuß genauso stark wie rechter Fuß. Linker Fuß gefühlt 25 Meter Finesse in den Winkel. 5 Sterne Skills, macht er wirklich alle clean. Die Skill-Moves kommen so flüssig und so nah am Fuß, dass du nach dem Skill-Moves direkt irgendwie passen oder schießen kannst. Also der ist schon göttlich. Ist er die Münzen wert? Ich bin mir nicht mal sicher, bin ich ehrlich. Vielleicht würde ich sogar behaupten, wenn du die Münzen nicht hast, hol lieber den Prime oder den mittleren Käuf. Das reicht eigentlich auch schon. Und hol dir dann mit den anderen Coins vielleicht einen Ronaldo Totti oder einen Mbappé Totti. Muss natürlich noch 1-2 Millionen drauflegen. Aber trotzdem wirklich geisteskranke Karte. Wahrscheinlich mit einer der besten Stürmer, die du spielen kannst, wenn er so dein Spielstil passt. Selbst wenn er nicht so dein Spielstil passt, wirklich gestört die Karte. Also muss ich schon sagen, der geht gut ab vorne. Und wir werden mal sehen, wie der halt die nächsten Spiele noch abliefert. Und dann würde ich sagen, haben wir den ersten Pick freigeschaltet. Skin aus, ihr seht auch nichts. Wir gehen rein. Zack, okay. Wir schauen, Jungs. Schauen wir mal, Jungs. Ich gehe mit Tor Nummer 1. Also, wenn hier was Krasses kommt. Ah, ich habe sogar einen schon. Dann können wir gucken. Den habe ich sogar schon. Wer ist das? Ja, okay, das ist Müll, glaube ich, oder? Wer ist das? Hummels, Hummels. Ja, Jesus, der hat gewusst. Ja, moin. Hummels wieder immer bei mir am Start. Gehen wir mit Nummer 1. 80 passen. 97 Physical. Warte mal, wer kann da... Ah, ist Lukaku. Ne. Doch, ist Lukaku, ne, Chat? Ist das Lukaku? Ich glaube schon. Ja, ist Lukaku. Ja, ist, oder? Das kann nur Lukaku sein. 97 Physical. Kann nur Lukaku sein. Wer hat so viel Physical außer Lukaku? Ich bin mir ziemlich sicher, ist Romelu Lukaku. Ja, moin, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist Lukaku wieder. Guacomakis, okay. Okay, okay. Okay, letzte Chance. Komm schon. 87 passen. 81 Physical. Ja, 90 Defending, 71 Schießen. Oh, das ist nicht gut, Chat, oder? Das ist irgendwas aus einer niedrigen Liga wahrscheinlich. Irgendwas aus einer niedrigen Liga, sage ich. Ich weiß nicht wer, aber. Moises. Ich sag mal Moises, der Brasilianer. Na, ist blind, Digga. Jawohl, hat sich ja richtig gelohnt, wieder die Mikro zu spielen.